Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed 2. Und ja, wir sind ja das letzte Mal hier vor der Kirche in Florenz stehen geblieben, um hier das Assassinengrab zu durchforsten. Ja, ihr seht es ist immer noch Assassin's Creed, was aktuell kommt. Wie gesagt, ich konnte meine Probleme noch nicht lösen. Ich hoffe und bete, dass ich es bis nächste Woche endlich schaffe, die Probleme, die ich habe beim Aufnehmen, lösen zu können, damit wir endlich wieder die normalen Let's Plays anfangen können. Bitte, haltet euch von den Kunstwerken an den Wänden fern. Und wenn deine Männer den Dom bemalen, dürfen sie die heiligen Reliquien in der Lanterne nicht stören. Das sind die wichtigsten Artefakte unserer Kirche. Ja, ja, Padre. Passt ihr auf, dass ihr uns die komplette Summe für die Arbeit bezahlt. Wir erkundigen die Kirche. Also wie gesagt, ne, ich hoffe, dass wir das, dass ich es hinbekomme, dieses Problem zu lösen. Weil es nervt mich, dass ich Alan Wake abbrechen musste aktuell und auch jetzt aktuell. Achso, okay. Und dass ich auch aktuell. Boah, kommen wir darüber? Das wird schwer. Nee. Und auch aktuell NBA, weil die Projekte haben ja auch extrem viel Spaß gemacht. Darum bin ich da so ein bisschen, ja, enttäuscht, dass ich das abbrechen musste. Aber ich glaube schon, dass wir das, dass ich das hinkriege und diese Projekte wieder in Angriff nehmen kann. So, hier rüber. Nee. So. So, zack. Kommen wir da überhaupt hoch? Boah. Ah, jetzt haben wir die Leiter. Okay. Wilme, jetzt habe ich einen Weg nach oben, falls ich abstürze. Perfekt. Okay, da muss man nicht hoch. So, dann machen wir mal uns einen Überblick. Hier rüber. Hier hoch. Zack, zack. Zack, zack. Und zack. So. So. Müssen wir hier rüber? So. Und hier rüber, zack. So, weiter, weiter. Nicht runterfallen.
bin jetzt so weit gekommen. Also wäre der da jetzt runtergefallen, dann hätte es aber Probleme gegeben, Ezio. So. Okay. Ah, da oben müssen wir rein. Okay. Dann erstmal hier rüber. Zack. Da kommen wir nicht, also müssen wir so hier hoch, okay. Da lang. So. Noch da hinten. Hoffe ich zumindest, dass das hier richtig ist. Sieht zumindest danach aus, dass wir hier jetzt schon mal richtig sind. Hier haben wir nichts. Haben wir auf der Seite noch etwas? Nee. Okay, dann müssen wir hier hoch. Und hier rüber. Zack. Da müssen wir nicht, also so. Zack. So rum und hier hoch. Okay, jetzt müssen wir hier erstmal rum. Und da können wir hoch. So rum. Oh, oh Gott. Mein Freund, so. Rum hier und so. Jetzt müssen wir dahin. Okay. Zack, zack. So. Zack. This. Hoch da. Oh Gott. Oh Gott. So. Oh Gott. Aber wir haben es geschafft. Perfekt.
Wir haben das nächste Rätsel so gesehen gelöst. Also die nächste, das nächste Assassinengrab gefunden. Ja, und da müssen wir jetzt auch machen. Los geht's. Und wir können aus dem Fenster heraus. Und damit haben wir das nächste Assassinengrab hinter uns gebracht. Ging sogar relativ schnell, muss ich sagen. Also war ganz gut für uns jetzt. Wie das lief und... Oh, da draußen haben wir sogar noch Kisten. Perfekt. Noch besser. So, her damit. Und her damit. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier runterkommen. Hier. Zack. Und zack. Und damit sind wir unten. Gucken mal, was hier so ist. Auf der Map gerade angezeigt. Ah, hier haben wir die Nebenmissionen, die wir machen können. Machen wir diese Folge eine oder machen wir eine Hauptstory? Ah, wir machen mal eine Hauptstory. Würde ich sagen. Wir gehen mal zur Hauptstory und gucken da weiter, wie es da jetzt für uns weitergeht, bevor wir dann zu einem der anderen Symbole auf der Map gehen. So. Kommt, Freunde! Wöchentlicher Aderlass! Der große Schneider! Kann euch zum Ziel des Neids aller eurer Mitbürger machen. Kommt in sein Geschäft. Seht selbst, welche Wunder. Einfach mal jetzt schnell ein paar. Ein bisschen Heilung reingehauen. Und dann gehen wir mal zur Mission. Sein, aber meine Waren sind die extra Quattrini wert. Ich habe noch nie schlecht. Ezio, Gott sei Dank, du bist wohl auf. Diese Sache mit den Medici und den Pazzi. Hast du Francesco deshalb verfolgt? Nicht nur. Ja, nun warum auch immer. Die Stadt ist wieder sicher. Dank dir. Nun sag, was kann ich heute für dich tun? Ah, noch eine Seite. Aha, ein ähnlicher Schlüssel wie beim letzten Mal. Das dauert nicht lange. Interessant. Oh. Ah ja, ich verstehe. Ein neuer Klingenentwurf, um Gift zu verabreichen. Kannst du sie bauen? Sie, es dauert nicht lange. Ich muss nur einen Weg finden, die Klinge auszuhöhlen, ohne etwas zu... Schon gut, Leonardo. Tu einfach, was du tun musst. Fertig! Ich habe die Klinge für den Anfang mit etwas Gift befüllt. Wenn du keins mehr hast, geh einfach zum Arzt. Gift? Von einem Arzt? In hoher Dosis kann das, was heilt, auch töten. Und wieder stehe ich in deiner Schuld, mein Freund. Immer gerne, Ezio. Jederzeit. Gut zu wissen. Jetzt haben wir eine Todesklinge. Sabe. Weil sie Gift enthält. Hat man auch nicht immer.
So. Und bevor wir jetzt weitermachen, würde ich mich gerne mal um dieses Symbol hier hinten kümmern. Weil das spricht mich die ganze Zeit schon an. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hier kommen wir irgendwie nicht lang. Ich will nur da hoch. Aber das kommen wir hier anscheinend nicht. So, wie kommen wir da jetzt rein? Im Palazzo de Medici. Nee. Marke, was stimmt nicht mit diesem Teufelsbraten? Och, keine Ahnung. Weiß ich selber nicht mal, was mit mir nicht stimmt. Ich will hier zu diesem Symbol. Ich will wissen, was... Ah, da. Dann gehen wir da mal hin. Jahre 1479, den Palazzo Medici infiltriert und Lorenzo von den Templern retten. Okay. Dann retten wir den mal. Was ist hier passiert, Signor Lorenzo? Lorenzo ist leider verhindert. Hey, du bist der Mörder von Francesco De Pazzi. Packt ihn. Mit Vergnügen. Lachu, da ist er. Auf ihn. So, die beiden sind schon mal weg. Und der ist auch weg. Dankeschön. War nett mit euch, Geschäfte zu machen. Was hast du so? Wurst. Oh, boah. Die Ausbeute ist jetzt nicht so groß. Ein bisschen schwach. So, aber wir gehen mal hier hoch. So, dann hier rüber. Komme ich da hoch? Ich muss doch, glaube ich, komplett anders herum. So rum. So, zack, zack. Zack. Würdest du da mal hochgehen? Okay, er möchte nicht anscheinend. Nee, dann ist es hier auch falsch. Ich schaue jetzt mal woanders nach. Weil hier irgendwo durchkommen. Nee. Die drei sind halt weg. Hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht lang. Nee. Also müssen wir da irgendwie hochkommen. Okay. Gut zu wissen. Und zack.
Nein. Spring doch da nicht runter, Ezio. Okay, müssen wir wieder vorsichtiger sein, weil die Steuerung doch nicht ganz so akkurat ist, wie ich es mir wünsche. So, rüber. Rüber. Also das, was wir im Assassinengrab gerade gut gemacht haben, mache ich jetzt miserabel. Zack. Zack. Dann hier rüber. Rüber. Zack, zack, zack. Und hier hoch. Okay. So, jetzt sind wir unten. Okay, da unten, den müssen wir aufmachen. Hier sind zwei Stück. Nee, hier ist keiner. Hey, okay. Kenne ich euch? Lachu, da ist er! Echt? Wer denn? Wer ist denn hier? Komm rüber. Los. Er meldet sich wenigstens noch. Er ist mir bekannt, aber woher? Lachu, da ist er! Langweilig. So, zack, zack, zack. Und runter hier. Und rein da. Okay, da oben müssen wir hin. Dann müssen wir hier wieder hoch. Nee, da kommt. Oh Gott. So. Da komme ich nicht hoch. Komme ich hier irgendwo hoch? Nee. Wie kommen wir hier jetzt hoch? Geht das hier? Nee. Macht das hier? Nee. Hier geht er auch nicht hoch. Ah, ja, okay. Macht Sinn. Also eigentlich nicht, weil ich kann mich nicht jetzt an Bilder hängen. Ich glaube auch keiner von euch, aber naja. Jetzt sind wir durch. Das können wir noch nicht machen. Ich weiß, dass ich da unten ein Geräusch gehört habe. Verdient euch jetzt eure Florin. Die Hälfte durchsucht den Hof. Die anderen kommen mit mir. Die Kapelle untersuchen. Si, Capitano. Dann untersuchen wir die Geheimgänge. Was ist mit Lorenzo? Jetzt ist Lorenzo schon tot. Okay, da müssen wir irgendwie raus.
kann ihn nicht sehen. Wo ist er? Da weg. Ist er. Pack! Kommt mir bekannt vor. Verdammt. Ich verliere ihn. Ja, ich bin weg. Am Feierabend. Wo ist er hin? So, danke schön. Was habt ihr denn dabei? Den kann ich nicht durchsuchen, schade. Was habt ihr denn dabei? Auch nur drei. Was habt ihr beide dabei? Das ist nichts. Also das Plündern lohnt sich überhaupt nicht. Hier irgendwas? Oder sind wir hier? Okay. Nein, du sollst nur um die Ecke rennen. So, dann gehen wir mal hier raus. Da hoch. Okay, das können wir vergessen. Lass los. Lass los. Lass doch los. Jetzt ja. Manchmal. Gott, war das knapp. Okay, dann müssen wir da nochmal hoch. Wo war das? Sollen wir jetzt nicht, ich muss den ganzen Weg nochmal gehen. Nee, da. Das wäre nämlich ärgerlich gewesen. Noch da nicht hoch, mein Freund. Also Ezio, manchmal mit deiner Koordination hast du es nicht so. Da müssen wir rein, aber wie? So, geh mal hier hoch. Zack. Nein. Was ist los? Ich kenne ihn. Laju, du wirst nicht entkommen! Das war eigentlich nicht der Plan. Gott. Hier hoch. So, haben wir hier irgendwas? Nee. Aber mal hier hoch. Oh, war das knapp. Muss ich jetzt nicht verstehen, warum er da nur so halbherzig runtergesprungen ist. Er ist mir bekannt, aber woher? Laju, da ist er! Auf ihn! Egal. Wir sind durch.
Auch wenn es ein bisschen komisch war. So, so. Und zack. Lorenzo, verdammt! Jemand muss einen Weg hineinfinden. Ihr habt ihn gehört, ihr zwei. Holt eine Leiter! Okay, da müssen wir irgendwie rein. Was tun die mit der Leiter? Lorenzo kommt nicht raus. Warum dauert das so lange? Wenn ihr nicht so laut wäret, hättet ihr uns nicht kommen hören. Merda, du schreist doch rum hier. Ihr alle, kümmert euch um euren Kram und haltet Wache. So, wie kommen wir da jetzt hoch? Nee. Da kommen wir auch nicht hoch. Ah, okay. Hier kommen wir hoch. Aber dann... Aha. Aha, okay. Oh Gott. So. Es ist offen. Habt ihr das gehört? Das kam aus dem Schlafzimmer. Wer immer das geöffnet hat, muss noch drin sein. Da ist ein Eindringling im Schlafzimmer. Geht, tötet ihn! Si, si, Capitano. Jetzt rüber. Hab ich den bloß. Eccolo, schneidet ihm den Weg ab! Oh mein Gott! Oh. So, zack. Geduld! Er macht einen Fehler! Seid bereit! Deine Mutter war sicher eine hässliche Nutte. Hey, warum gehst du denn jetzt auf Mutter? Was soll denn das? Jetzt. So, der ist schon mal weg. Schnell, Ochse! Eccolo! Da! Da! Erst das Brennen Eisen, dann ein paar nette Ver- Über die Flanke und fallt ihm in die Seite! Aua! Aua! So. Gott. Zum Glück mit dem allerletzten Wurfmesser. Wieder beiseite geschafft. So. Und dann können wir hier weiter, glaube ich. Nee, können wir nicht. Da muss ich irgendwie hochkommen. Okay.
Dann machen wir mal so. Zack, zack, genau. Und zack. Und zack. Zack. Und hier rüber. Und darüber. So. Jetzt müssen wir Lorenzos Versteck aufsuchen. So. Und hier hin. Zurück! Senkt euer Schwert. Ich bin's. Ezio Auditore. Wieder habt ihr mich gerettet. Zuerst kommen sie in meine Kirche, nun in mein Heim. Ich werde sie jagen. Sie werden euch nicht mehr belästigen. Seht euch um. Das ist eine meiner Schatzkammern. Ihr dürft euch davon nehmen, was ihr wollt, als Dank für eure Hilfe. Ich denke, dass mein Heim nun... Ja, Signore. Habt Dank für euer großzügiges Geschenk. Ich muss gehen, aber ich komme wieder, wenn alle Pazzi tot sind. Ich werde nie vergessen, was ihr für mich getan habt. Viel Glück. Ach, ich beschütze dich doch gerne, Lorenzo. Bei der Bezahlung macht man das gerne. So, und dann machen wir das auf. Dann können wir hier rausgehen. Ich würde mal sagen, bisher läuft es gar nicht mal so schlecht für uns. Lorenzo gerettet. Jetzt wieder Geld gemacht. Dabei, jetzt nehmen wir noch den Adlerturm mit, damit wir hier genug Map-Kenntnis wieder haben. Und ich bin sogar am Überlegen. Ist jetzt einfach nur mal so eine Überlegung, zurückzugehen nach. Wie heißt das? Montenegro, die Sachen abzugeben, um dann weiterzumachen. Hier in Florenz. Ich glaube, das mache ich jetzt, weil wir haben ja Schnellreisen. Das heißt, wir können mit der Schnellreise einfach auf die Karte gehen. Hier sind wir, da ist noch eine Codex-Seite, da ist auch nochmal eine Codex-Seite. Wir müssen eh nach Montenegro, also nehmen wir uns den Punkt. Rennen zur Schnellreise und gehen zurück, um die Sachen alle abzugeben. Da. Bitteschön. Damit sind wir an der Villa. Und ich glaube, wir müssen zu unserem Onkel Mario. Und da gehen wir jetzt noch kurz hin. Würde ich sagen. Gucken auch, was wir mit der Stadtkasse noch machen können. Und dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Denn ich will sie nicht zu lange gestalten, muss ich auch sagen.
will ja immer relativ angenehme Folgen haben. Deswegen sprechen wir mal mit dem. Salute, Sir Ezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? So, und am besten wäre der Schmied, wenn wir den auf Vordermann bringen, das Gebäude. Den Arzt nochmal das Gebäude auf Vordermann bringen. Genau, den Schneider bringen wir noch auf Vordermann. Die Bank machen wir das erste Gebäude schon mal. Und wir machen noch den Kunsthändler. Räumen die Mine, würde ich auch sagen. Wir nehmen so viel jetzt mit, wie es geht. Militärkaserne. Zack. Können wir gerade gar nicht, ne? Ne, nicht genügend Geld, okay. Dann haben wir aber schon mal genug auf Vordermann gebracht. Drücken Kreis, tun da nochmal 3500 hinzu. Um nochmal kurz was zu gucken. Salute, Sir Ezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Ja, gerne. Ich möchte nämlich noch die Militärkaserne haben. Genau. Weil die möchte ich gerne renoviert haben. Und für das andere, das machen wir dann noch. Perfekt. So. Dann reden wir noch mal kurz mit unserer Schwester. Salute, Claudia. Willst du das Buch sehen? Gerne. So. Wir haben zu 20% vollendet und kriegen 3000 oder 31.000, nee, da sind's. 3000 Florentino pro alle 20 Minuten. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Okay, da kriegen wir, würden wir dann auch noch Bonis kriegen. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Alles klar. Bis bald, Ezio. Bis dann. So, dann gehen wir noch mal kurz hier hin. Reden noch mal mit Mario, Ezio, und gucken dann. Komm rein, komm rein. Was bringt uns diese Ich wurde von Il Magnifico aus Florenz geschickt, um mich um unerledigte Dinge zu kümmern. Ich suche nach Jacopo de Pazzi. Ha! Wer tut das nicht? Wir suchen schon seit Tagen. Dann hilft uns vielleicht, was ich bei mir habe. Eine Liste der Mitverschwörer. Einer von denen wird sprechen, bevor er stirbt. Exzellent. Diese Männer haben sicher nicht die Möglichkeit von Jacopo. Dann sind sie auch leichter zu finden. Ich setze sofort meine Späher darauf an. Ich danke euch für die Hilfe, Onkel. Und ich habe noch etwas für euch. Weitere Kodexseiten. Ah, mal sehen, was wir lernen können. Was ist das? Welcher Prophet? Was habt ihr gefunden, Onkel? Nur noch ein Geheimnis. Der Text, grob übersetzt, bedeutet, nur der Prophet kann sie öffnen. Außerdem gibt es Hinweise auf zwei Edensplitter. Aber die Seiten geben keine Antwort, Neffe. Jedenfalls nicht alleine. Du musst noch mehr finden. Dann müssen wir abwarten, Onkel. Ich habe eine Mission zu erledigen. Wie du willst. Also, wenn du diese Bastarde bezwingen willst, muss ich dir aber noch etwas beibringen. Triff mich auf dem Übungsfeld. Okay, dann machen wir noch das Übungsfeld. Würde ich sagen. Na gut, Ezio. Du beherrschst Konterangriffe. Aber was, wenn dein Gegner das auch kann? Normalerweise gebe ich ihnen keine Gelegenheit. Harte Worte bieten wenig Schutz gegen Templerstahl. Dann bitte, Maestro. Bringt mir bei, was ich tun muss. Ausweichen! Armer kleiner Wicht. Stirbt, um Befehlen zu folgen.
Mädchen! Bene, bene. Jetzt noch ein. Viel besser. Ein letztes Mal noch. Bravo. Das möchte ich noch mal sehen. Beeilung, sterbt schon! Ich bekomme Durst! Nur noch einmal, Ezio. Magnifico! Und wieder Perfekt. Hast du meine Erwartungen erfüllt. Signore, wir haben Jacopos Männer gefunden und warten auf euren Angriffsbefehl. Okay. Sagt den Männern, keiner rührt sich, bis sie mit Ezio gesprochen haben. Verstanden? So sei es. Geh, Ezio. Besuche meine Söldner im Hinterland. Schau, ob Jacopos Lakaien dich zu ihm führen. Aber sei vorsichtig. Ja. Sie erwarten dich sicher. Ja. Ich muss aber vorher noch andere Sachen regeln. Bevor wir hier endgültig jetzt mal erstmal die Folge beenden. So. Nee. Hier kann man Sachen verbinden, das weiß ich ja schon. Wo war denn jetzt nochmal der Eingang zu den ganzen okay, den Eingang finde ich jetzt gerade nicht zu den Assassinengrab. Ich weiß gar nicht. Da hinten ist er. Da. Dann müssen wir jetzt hier runter. Hier lang. Hier runter und dann können wir nämlich kurz noch die Sachen hier anbringen. Nee, der war das nicht. Da war's. Zack. Und das erste Siegel öffnet sich. Was auch nicht. Hier war es auch nicht. Hier war es. Damit haben wir zwei Siegel schon mal fertig. Zwei haben wir schon mal. Vier fehlen noch. Und ich hoffe, wir kriegen die zusammen früh genug, damit wir die Kleidung und Rüstung von Alter Ia bekommen können, weil ich finde die ganz cool, die Alter Ia Ausrüstung. Und dann in der nächsten Folge haben wir die nächste Mission vor uns. Aber bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, würde ich mich auch und Frederik über ein Abo freuen und ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich geregelt kriege, dass ich endlich wieder auch Alan Wake und NBA für euch aufnehmen kann. Aber bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao.